Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Drake-Projekt. Ich bin jetzt hier am Spawn und wir haben ein Gefängnis gemacht und ja, ich muss leider im Fenstermodus spielen, weil Fraps mit Vollbildmodus momentan ein paar Probleme hat. Hier kommen nämlich die rein ins Gefängnis, die unartig waren. Wir werden niemand sofort wieder bannen und so. Und wenn ihr ganz, ganz unartig seid, werdet ihr aus der Whitelist geschossen, aber ja, nicht gebannt. Und ihr könnt euch dann wieder anmelden. Momentan sind leider nur ein paar OPs online. Schade, dass momentan niemand mitmachen will. Wir würden uns überaus freuen, wenn ihr mitmachen könntet. In der RPG-Welt, da gehe ich auch mal kurz hin, sind wir jetzt momentan sehr am Arbeiten. Wir haben hier schon mal die Richtungen der Mauern gemacht, bis die Stadt fertig ist, und dann werden sie gerade in Zickzack laufen. Und ja, ich habe hier hinten einen Wachturm gemacht im Masia-Style. Hier habe ich zum Beispiel die Mauer noch ein bisschen angefangen. Und ja, da könnt ihr sehen, solche Wachtürme gibt es immer wieder in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen. Hier haben wir eine Flagge, da können wir ein bisschen ausleuchten. Ja, man kann nichts befestigen außerhalb. So. Ja, wie ihr seht, im Asia-Style innen ist noch nichts, da werde ich noch machen. Und ja, da war ich 2 Stunden dran, weil ich immer wieder die Stockwerke neu bauen wollte. Und dieser Giebel hatte ich auch erst am Schluss gemacht. Also am Anfang war er ein bisschen langweilig, dann habe ich ihn eben ein bisschen umgebaut im Asia-Style. Und es ist gerade Nacht, da machen wir Tag. Ja. Das mit der Ausleuchtung außerhalb muss ich noch ein bisschen besser machen. Und ja, hier könnt ihr sehen. Grüne südwestliche Wachturm. Wächter Draco Basler. Owner. Oder Operator. Beides geht. Und ja, Kevin macht auf der anderen Seite hier auch einen Wachturm. Da habe ich schon mal hier gezeigt, wo er es machen kann. Da kann er einen kleinen Hügel machen wie bei mir. Der ist auch ein bisschen von selbst hochgebaut. Ich habe ihn halt ein bisschen brüchiger gemacht, aber das ist gut so. Und hier drüben bekomme ich mache ich noch einen Spähturm hin. Dort drüben macht er auch einen Spähturm auf diesem Berg. Und ja, ich mache ihn hier auch noch ein bisschen höher, damit ein bisschen gleich gute Chancen sind für das Reich. Und ihr dürft euch auch als Bauherr Ding bewerben. Und wenn ihr wirklich gute Bauherren seid und wirklich viel mithelfen, vielleicht kommt für euch auch eine schöne Belohnung daraus. Also wir werden sehr viel für die Community machen und haben dafür auch hier die Regeln nochmal ein bisschen umgeändert. Ja, eben, das ist keine Bauwelt für nur Leute, die halt irgendwas bauen wollen. Dafür gibt sie am Playfit Welt und nicht die Mining Welt, bitte. ja, das muss ich nochmal ändern. Ah nein, das sind die Nebenvölker. Ja, und das kann ich so lassen. Und hier drüben, ja, über die Bauherren. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem Survival. Gehen in die Home House, also in die Amplified Welt. So. Ah, ich habe noch Zeugs. Slash Pay Home. Das muss ich natürlich noch reinlegen. Und ja, der Fenstermodus spinnt ein bisschen. Slash Home House. Also ich sehe so komische Teile manchmal, wenn ich warpe.
So. Aber das ist natürlich wegen Fraps wahrscheinlich. Fraps macht nur Probleme mit Java. Das ist leider so, kann man nichts ändern. Aber ich habe ja bald Shadowplay, dann geht es wieder besser. Und ja. Mal schauen, wie das dann ist. Wir haben nur noch wenige Fackeln. Ein bisschen Erde nehmen wir noch mit. So. Gut. Dann können wir ja mal ein paar Sattel und so suchen gehen. Einen habe ich schon, habe ich gesehen. Zwei haben wir. Und eine Pferderüstung. Ja, aber mehr könnten wir schon gebrauchen. Zuerst will ich da noch füttern. Da ist wahrscheinlich schon ein bisschen etwas gegangen. Scheinbar schon. Nein, ihr bleibt drin. Ach, diese Türen automatisch. Wieso muss man mit rechts füttern und Türen aufmachen auch? Das ist wieder mal Blödsinn. Ach Gott, Mojang. Entwickelt momentan so schlecht. Oder habt schon immer schlecht entwickelt. So. Aber Mojang hat sich ja extrem übernommen. Also vor allem am Word-Generator muss noch viel geändert werden. Das ist zu groß. Also die Welten sind einfach zu groß. Wieso müssen ungefähr 300 Millionen Kilometer Landding entwickelt werden, also generiert werden. Da würden lieber die Berge und so detailreich sein, alles mögliche. Aber das, wenigstens haben die jetzt einen Generator überarbeitet. Der wurde richtig gut gemacht. Slash Warp Meaning 3. Oh. 3. So, jetzt werden wir hier ein bisschen die Gegend erkunden. Hier haben wir das Blumenbiom. Und mit sehr, sehr, sehr vielen roten Blumen. Da am Berg ist wahrscheinlich irgendwas. Eine Höhle bitte. Ich brauche eine Höhle. Die Blume ist im Baum gespawnt. Ja, hier ist doch eine gute Höhle. Aber ist nichts drin. Hier haben wir Kohle, sehr wichtig. Ja, und eben, weil Fred so viele Probleme macht, geht es leider hier momentan mit Vollmodus nicht. Vollbildmodus. Fraps nimmt nicht auf. Keine Ahnung wieso. Und nur im Fenstermodus nimmt Java auf. Also Fraps auf für Java. Aber eben, ich werde bald Shadowplay holen. Denn eine Grafikkarte geht's nur. Da muss ich auf eine neue Grafikkarte sparen. Und dann wird es hoffentlich besser gehen. So. Hallo. Grüß dich. Und ihr könnt mir gerne Vorschläge unten in die Kommentare schreiben, was ich machen soll. Also wenn ich etwas Schönes bauen soll, sagt mir was. Oder wenn ich mal irgendwas Spezielles machen soll, kein Problem. Für die RBG-Welt ist dann das Let's Build Projekt zuständig, oder ich könnte es auch hier machen. Also wenn ihr Bock habt, kann ich das auch nebenbei manchmal machen im Drake-Projekt, weil es gehört ja eigentlich auch zum Drake-Server. Und da kann ich eigentlich das Let's Build einfach ja ungetastet lassen, diese zwei Folgen oder wie es war. Und ja, also allerlei Vorschläge könnt ihr mir hier posten und in die Kommentare. Und ja, wenn ihr auch auf den Server kommen wollt, wenn ihr sogar mit mir aufnehmen wollt oder selbst aufnehmen wollt, dann könnt ihr das.
schickt mir einfach eine Anfrage, eine Anmeldung. Ich werde euch dann in der Whitelist freischalten. Und wir haben einen Spawner gefunden. Sehr schön. Und eine Diamant-Pferderüstung. Wow. So, Delle. Hier drüben haben wir Wasser. Was ich noch sagen wollte ist, es gibt da ja ein paar Unstimmigkeiten zwischen den Leuten und den OPs. Da ist nichts dran. Manche wollen einfach nicht, dass wir OPs so aufpassen, aber es muss einfach getan werden. Wenn ihr manchmal zu euch teleportieren, dann nur um kurz zu schauen, dass ihr online seid, also ja, etwas macht. Oder einfach, also ihr müsst natürlich, ihr könnt auch AFK auf dem Server online sein, aber wir wollen halt einfach kontrollieren, dass ihr nicht plötzlich irgendwas Böses macht. Und wenn ihr auch nichts Böses plant, müsst ihr auch keine Sorgen machen, dass wir euch erwischen. Und wir sind eigentlich immer von 18 Uhr abends bis 23 Uhr online auf dem Server. Da könnt ihr gerne dann mit mir uns auch noch ein bisschen plaudern oder sonst irgendwas. Leider meldet sich denn sich momentan nur kleine Kinder an, die einfach nichts mit Verstand zu tun haben. Das ist sehr schade. Aber ja, wenn jetzt der erste große mal freiwillig kommt, dann ja, würde das uns natürlich freuen. Und ja, Bauherren eben würden uns noch mehr freuen. Es fehlt noch ein bisschen die freiwilligen Bauer. Aber ja, viele meiner Kollegen haben schon gebaut. Und ja, leider noch in der Plot-Welt oder in der Mining-Welt, aber das wird schon. Wahrscheinlich wollen nicht so viele in der Amplified-Welt bauen, weil es dort halt ein bisschen leckt. Kann ich leider nichts dafür. Installiert euch Optifine oder sonst irgendwas. Oder kauft einen besseren PC. Nein. Ja, ich kann leider nichts dafür. Das ist Mojang. Mojang hat es so gewollt, dass es so leckt. Und ja, bei mir leckt sie ab und zu auch in der Amplified-Welt, weil es halt einfach sehr viel zum Laden gibt. Und da kann man leider nichts ändern. Aber ich kann auch eine zweite Bauwelt machen ohne dieses Amplified. Und ihr könnt ja auch in der RPG-Welt wohnen. Also das ist alles kein Problem. Aber dann eben nur an Orten, die wir bewilligt haben. Und nicht gerade auf dem Schlachtfeld sind. Weil wir werden Wohnungen nicht so schützen, wie wir in anderen Welten schützen. Die Truhen könnt ihr schützen lassen, also die werden automatisch geschützt. Und ja. Wenn ihr etwas schützen wollt, eben einfach fragen. So, ein schönes Minenschacht. Sehr gut. Lol. Da hat gegen den Zaun geschossen. Das haben wir nur schlecht. Habe ich Code Mode drin? Jetzt sollte eigentlich alles gehen. Komisch, ich habe doch den Code Mode nie angestellt.
Das ist natürlich nicht gut, wenn man so etwas vergisst. Lol. Kommen die hoch? Nein, die kommen nicht hoch. Wir wollen nämlich Fackeln machen. Irgendwo ist noch ein Skelett. Das ist nicht gut, wenn das schießt. Ja. Creeper können lange explodieren. Geht's noch? Ah, das ist auch irgendwie buggy, dass die so stark schlagen können. Und hier unten gibt's Blumen. Die nehmen wir mit. Das sind Caveblumen. Das ist eine Sonderedition. Ach komm. Nein, das ist wichtig. Kürbiskerne müssen wir nicht mitnehmen. So. Oh, hallo. Ein Gotik. Was soll ich Art? Ah ja, dieser Magier da mit der Maske. Genau, das war der Magier. Der unbekannte Magier. Eine Kartoffel. Hier drüben muss noch was sein. Ja. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwo einen Schleim? Ah, das ist das Geräusch des der Endermans. Aua. Ich will dich nicht besiegen. Ich hau ab. Du kannst mich nicht hinterher. Lalala. Ach, schade. Ja, okay, der Zombie kommt da auch nicht. Ja. Da machen wir hier noch ein Warp, ein Homepunkt. Und erkunden später das Ding noch. Und hier ist auch Gras. Komisch. Bugs? Keine Ahnung. Wir müssen aber zum Stollen zurück. Ist Lapis, das lassen wir. So, Kohle mitnehmen. Sehr schön. Und wir haben schon Level 57. Aha. Essen. Richtig. So, mal ein bisschen nach links. Rechts. Ja, hier ist irgendwo was. Ach komm, müssen wir nach oben. Aha. Schau her. So. Ist auch wieder Gras gewachsen. Wie kann das Gras so wachsen? So, was könnten wir ablegen? Faden, Weizen, verrottetes Fleisch. Ja. So, dann machen wir hier irgendwo den Dingpunkt. Da home.
Ja, am besten nicht gerade hier. Aber auch nicht gerade hier bei den Spinnen. Ich hoffe, ich werde nicht vergiftet. So, Creeper, lass mich in Ruhe. Dann machen wir hier den Homepunkt. Home. Stollen 2. So. Home. Aus. Gut, dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich muss nämlich Pause machen. Und noch paar andere Sachen aufnehmen. Aber es kommen natürlich direkt bald neue Folgen. Sodele. Gut, also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.